Beth, was macht das alles bitte mitten in meinem Laden? Naja, aufgrund der großen Beliebtheit meiner Willkommen-In-Videos mache ich nun ganz einfach meine eigene Late-Night-Show. Ich nenne sie wahrscheinlich Late-Night-Beth. Was? Also, ich brauche diesen Platz für das Vorsprechen meiner Goldstimmenansage. Und außerdem zeichne ich hier die Show wöchentlich auf. Bitte, bitte. Oh, danke. Was? Beth, darüber müssen wir noch mal reden. Ja, klar. Aber nicht jetzt. Meine prominente Jury ist gerade da. Simon, komm mal hierher. Hm? Wo ist mein Hundenapf? Mein Vertrag besagt eindeutig, dass ich einen blauen Trinknapf mit kaltem Wasser bekomme. Eiskalt, aber kein Eis. Verstanden? Jupp, bin schon dabei. Ich kann kaum glauben, dass mir Promi-Produzent und Jurymitglied Simon Pegerson beim Auswählen eines potenziellen Ansagers für meine Show hilft. Du bist der Beste, der den Leuten sagt, wie schlecht sie sind. Ja, ja, ja. Sei wirklich glücklich, mich zu haben. Lies doch einfach das Skript und versuch keinen Mist zu bauen. Hallo alle zusammen und willkommen bei Late Night Beth. Wer braucht denn mal eine Pause von seinen nächtlichen Jagdausflügen? Für eine Folge von Late Night Beth. Benvenuti tarda notte Beth. Oh, zweisprachig, Wahnsinn. Bitte in unserer Sprache. Oh, si, na klar. Willkommen bei Late Night Beth. Ja. Es wird Zeit, nach der Schlafenszeit wach zu bleiben. Uhu, es wird Zeit, endlich mal aufzuwachen. Es ist Zeit für... Oh, ich meine, um zu... Ich hab's vermasselt. Sorry. Kann ich nochmal anfangen? Oh, ernsthaft? Na klar. Gast, laut und... Nicht die ganz obere Zeile. Mit der allerersten Late-Night-Talkshow nur für Tiere. Late-Night-Bird. Mit Moderatorin. Willkommen bei... Danke, das reicht jetzt. Gut gemacht. Nein. Toll. Nein. Toll. Nein. Toll. Mein Favorit. Nein. Mein anderer Favorit. Scheint so, als müssten wir doch noch mal eine Runde vorsprechen lassen. Ich verstehe, was du meinst, aber die Show beginnt heute Abend, deshalb... Beth, wenn du deine Show hier aufnimmst, musst du danach aber auch aufräumen. Hier liegt noch was im Kopiergerät. Das ist nicht meins. Ach, nicht? Es ist Zeit, nach der Schlafenszeit wach zu bleiben für Pawtuckets erste Late-Night-Talkshow. Late-Night-Beth mit Moderatorin Beth. Das ist nicht deins. Denkst du... Denken? Ich weiß es. Mit der ersten Late-Night-Talkshow nur für Tiere. Late-Night-Beth. Latsch die Tatzen, Klauen und Pfoten zusammen und gebt Applaus für Beth. Genie. Wahres Genie.